Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout 3. Ja, ich bin hier in dieser Station immer noch. Da flackert mal eben das Licht. Und ich muss jetzt mal schauen, wie ich hier rauskomme. Ihr habt ja eben die Quest gesehen. Ich muss die Schaltstation finden. Nur, wo finde ich die? Ist halt jetzt eine gute Frage, ne? Also hier scheint nichts zu sein. Was ist das denn? Wo kommt denn überhaupt das Licht her? Man sieht es gar nicht, oder? Also ich sehe hier zumindest keine Lampe. Ja, ab und zu flackert es halt eben. Wo ist diese Schaltzentrale? Warte mal. Hallo? Ah, ich habe ja keinen Pip-Boy. Ich bin so doof, ne? Das habe ich jetzt schon wieder vergessen, seht ihr mal. Aber das muss hier irgendwo sein. Kann auch sein, dass ich mich gerade wieder etwas dumm anstelle. Aber das seid ihr ja mittlerweile gewohnt. Hallo? Kann ich da nicht irgendwo was drücken? Ich habe den Toaster eingesteckt. Toll. Ich kann mir nur denken, ich muss da irgendwo eine Tür öffnen. Und dieser Typ hier, der hilft mir auch nicht gerade weiter, dieser verschmurgelte Alte da. Ah, ja toll. Zugriff verweigert. Dronos-System. Bla. Super. Das habe ich letztes Mal, glaube ich. Genau, ich wollte die Einträge vorlesen. Ah, seht ihr mal, es ist schon wieder so lang her. Erster Eintrag. Warum nur? Warum macht ihr das mit mir? Warum? Dieser Komplex ist riesig, aber es muss einen Weg nach draußen geben. Es muss. Ich werde einen Weg nach draußen finden. Ja, das... Das geht halt automatisch raus. Fünfter Eintrag. Sie haben nicht damit gerechnet, dass ich entkomme. Nein, Sie haben das nicht gedacht. Diese Stümper haben mich wohl unterschätzt. Das werden Sie noch bereuen. Sie werden es bereuen. Dronos, so heißt du also, du Bastard. Es wird dir leid tun, dass du hier unten deine Schaltkonsole aufgestellt hast. Mein guter Freund tut nun auch, was ich will. Und er ist willig und gehorcht. Das ist erst der Anfang. Bald wird mir alles gehorchen. Wunderbar, so fühlt es sich also an, wenn das System an deiner Seite ist. Station 3 ist nicht mehr. Diese Stümper da oben geraten in Panik. Zu Recht, denn ihr Untergang ist nah. Das System reagiert schon seit Tagen nicht mehr. Haben sie es aufgegeben? Sind alle weg? Werde ich nun hier unten sterben? Nur noch du und ich, mein Freund. Wir sind die Letzten. Okay, kein Zugriff. Kein Zugriff, kein Zugriff. Sehr mysteriös. Dies ist eine Wiederholung. Was? Warum nur? Warum macht ihr das mit mir? Warum? Ach so. Ach, warte mal. Da ist ja ein Schalter. Hä? Ich muss mich erstmal sammeln. Lange her, dass ich die Sonne gesehen habe. Warte mal, kann ich dir vielleicht hier vorhalten? Ist das ein Laser? So ein Retina-Scanner für die Augen? Der letzte Tag, an den ich mich erinnern kann, ist der 24. November 2076. Nö. Und jetzt bin ich hier dran. Nirgendwo. Warte mal. Kann ich das Ding hier vielleicht... Ah! Ich hab's geschnallt, Leute. Ich muss jetzt wohl noch so einen Teil finden. Alter, hat der eben geschnauft? So komisch geatmet. Werde noch verrückt hier unten. Oder oben. Woher soll ich das auch wissen? Ah. Bin allein. Hier ist niemand nur ich. Yes. Ich allein. Also ich bin okay, Leute, ich hab's wohl geschafft. Was? Was? Was für eine Gefahr? Ich höre es nicht. Diese Stimme übertönt das alles und dieses laute Geräusch. Boah, das sieht hier aber auch ein bisschen unheimlich aus, muss ich sagen. Was? Persons? Persons? Ach, Persons. Ihr Service Cube ist angekommen. Was? Was für ein Service Cube? Oh ne. Da ist ein Geschütz, habt ihr das gesehen? Okay, ich werde es trotz allem mal versuchen. Das hat's ja gebracht, ne? Warte mal, irgendwo ist hier doch bestimmt noch eine Holo-Marke. Könnte ich was drauf wetten? Okay, ich mache hier trotzdem mal einen Speicher. Vielleicht ist das jetzt ein Fehler, wenn ich da reingehe. Und ich werde direkt zerschossen. Aber scheinbar nicht. Oh, oh, doch. Doch, nein, vielleicht, ja. Eventuell. Schauen wir mal. Bah. Ist nicht lustig. Okay, was haben wir hier? Keep off, high voltage. Ah, ist das eine Leiter? Warte mal. Wow! Oh, Granaten.
Ihr habt eine Granate aufgenommen. Indem ihr in den Kampfmodus schaltet, könnt ihr sie einsetzen. Hinweis, klettern oder springen mit Granaten in der Hand ist schwierig. Alles klar. Ach so, einfach Maustaste und so kann ich sie da einstecken. Gut. Gut, gut, gut. Ja, meine Lebensenergie füllt sich natürlich nicht von alleine auf. Und geh kaputt. Sind das Impulsgranaten? Ja, auf jeden Fall gehen die Geschütze dadurch kaputt. Wow! Da oben ist eins. Warte. Nein! Nicht runterfallen. Och Mann. So, warte. Prall doch nicht so ab, du blöde Granate. Okay. Naja, drei Granaten, zwei Geschütze. Ich glaube, das ist ein ganz guter Schnitt. Kann man so lassen, ne? Oh, oh, da oben ist ja noch eins. Warte mal, ich mache hier mal einen Speicher. Ich möchte ehrlich gesagt die Granate... Ja, deswegen. Ich möchte die Granate nicht verschwenden. Aber sieht ganz gut aus. Yes! Ich habe noch vier Stück und ich sehe drei Geschütze auf der Karte. Das könnte klappen. Das könnte klappen. Jetzt geh halt mal da rauf. Ja, das ist total bescheuert, dieses System mit den... Oh, nee. Nein. Alter Schwede. Ich sag ja, das System ist total bescheuert mit diesen Leitern, ne? Nee. Okay. Kritischer Angriff auf nichts. Scheinbar. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Oh, Holomarke. Ich hab's gewusst. 13 von 20. Ah, das ist doof. Das ist doof. Ja, Leute, wenn ihr das hier jetzt seht, beziehungsweise wenn ihr die erste Folge schon gesehen habt, habe ich es leider wahrscheinlich schon komplett aufgenommen. Weil ich kann nicht einfach so aufhören. Oh, sehr gut. Ersatz. Was ist das denn schon wieder? Healport. Wow. Alles klar, ich bin direkt wieder vollgeheilt. Das ist praktisch. Das ist sehr praktisch. Also wenn ihr jetzt, wollte ich nur sagen, wenn ihr mir jetzt geschrieben habt, dass ich da und da eine vergessen habe, ist es leider zu spät. Ich kann nicht mehr so weit zurück, glaube ich. Oh, oh. Ich hab dich gesehen, Kumpel. Ja, ja, ja. Schießt du nur. Bam. So. Oh. War das jetzt richtig? Ja. Ach so, lass mich raten. Ich wäre da vorher nicht durchgekommen. Ja, seht ihr mal. Gut, dass ich sowas nicht vorher ausprobiere, sondern einfach mal wild irgendwie in eine Richtung marschiere und dann da ein Rädchen drehe. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich geärgert, weil es da nicht weitergeht. Okay, aber hier mache ich nochmal einen Speicherpunkt. Wow. Nicht ganz runter, bitte. Okay. Aber es gefällt mir, also es gefällt mir richtig gut, diese Mod. Komm schon. Jirba. Ist da noch eine? Eventuell eine Holomarke? Nö, auch nicht. Ich muss hier echt aufpassen, ich will nicht abstürzen. Boah, was? Achtung, dieser Bereich kann nur ohne Waffen durchquert werden. Entfernen Sie Ihre Waffen jetzt. Not for persons. Nicht für Personen. Oh, wie soll ich die denn entfernen, bitte? Soll ich die alle wegschmeißen jetzt? Oh Mann, wie bescheuert. Aber gut, es wird ja schon Sinn haben, denke ich. Uah. Ja, nicht, dass ich mich jetzt selber damit verletze. Das wäre nicht so prall. Okay, zufrieden. Ich habe keine Granaten mehr. Ah! Ja, an dem Kreis eben hat man gesehen, die ist wohl wieder in meine Richtung gedotzt. Och nee, ich will da nicht runter. Ja, wie? Ja, wie soll ich denn meine Waffen entfernen, bitte? Ich hab nur Fäuste. Ach so, ich soll da die Granaten... Oh, ich bin so bescheuert, ne? Ich schmeiß halt mal die Granaten darunter. Die hätte ich eigentlich ins Loch werfen sollen. Ja, was ist bereit? Der Cube? Service Cube? Oh, ne! Oh, ich sag ja, die Sprungsteuerung, ne? Die ist halt echt Panne hier. Wenn das... Ja, ja. Wenn das hier ein Jump'n'Run wäre, Leute, ich würde es keinem empfehlen. Aber es ist es ja zum Glück nicht. So, oh, ist das hell. Furchtbar. Service Cube. Was machst du? Bist du mein Companion Cube? Mein Freund? Ach ja, ein Aufzug. Boah, das sieht schon krass aus, ne? Kann ich da nicht irgendwie mit Y ranzoomen? Nee, leider nicht. Boah. Die Musik ist sehr stimmig. Coole Sache. Hat was Episches, oder? Finde ich schon. Eine gewisse Epik wird hier transportiert. Oh, immer noch.
ne? Oh, was ist da? Ein blaues Licht. Und das leuchtet. Bläulich. Das hat jetzt so ein bisschen was von der Source Engine, so diese Wandleuchten. Willkommen auf der Systemebene. Diese Weltspiegelung, das ist so typisch Source Engine irgendwie, oh, oder? Willkommen auf der Systemebene. Energieschmelzer. Ihr habt die Waffe Energieschmelzer aufgenommen. Indem ihr in den Kampfmodus schaltet, könnt ihr sie einsetzen. Ja, ja, das hatten wir schon mal. Oder vielleicht wollen sie lieber zurück in ihre Erholungskammer. Nein. An diesem Ort können sie sich erholen. Nein. Das wäre besser für sie. Nein. Führt mich nicht in Versuchung. Ihr wisst, dass ich da nicht drauf anspringe. Erholungskammer. Da muss wieder einer kommen und mich freischweißen. Das macht er wahrscheinlich eh nicht. Oh yeah. Das sieht ja mal nett aus. Kann man nicht anders sagen. Okay, ich mache einen Speicherpunkt. Ich weiß nicht, ob ich hier durchlaufen kann. Warte mal, theoretisch, ich könnte es ja mal so machen. Kann ich denn... System online. Boah. Kumpel. Ah, ihr seid... Ja, ich wollte es gerade sagen, ihr schießt da jetzt auf mich. Ah. Oh, ihr müsst alle sterben. Wenn man das bei eurer künstlichen Existenz überhaupt als Sterben ansehen kann, ne? Oh nein, ich sterbe jetzt. Das war knapp. Das war knapp. Die sehen sehr anders aus, diese Protektrons. Die haben andere Farben. Ist sehr anders, doch, doch. Alter. Och nö. Oh, ich wollte gerade sagen, das überlebe ich doch nicht, wenn die jetzt noch kommen. Ich habe eh so wenig Lebensenergie. Was? Okay. Ja, ja. Ich habe aber mehr Lebensenergie, Leute. Und ich habe rausgefunden, diese Dinger sind wohl Teleporter. Achtung. Oh, nicht schießen, bitte. Yes. Ey, das Ding ist richtig Hammer. Okay. In- und Out-Control. Und da gibt's Leben. Ups. RX. Aha. Okay. Interessant, Leute. Interessant. Warte, ich mache nochmal einen Speicher. Ich weiß nicht, ob ich zurück muss, aber ich komme auf jeden Fall wieder hier raus. Vielleicht noch diese Seite. Wow. Nicht in Ordnung, Freunde. Oh. Nicht in Ordnung. Okay, ich krieg auf jeden Fall 2 XP dafür. Das ist toll. Oder EP, wie es hier heißt. Ach nee. Oh. Warum kommt ihr denn wieder? Sag mal, ihr wart doch alle futsch. Okay, ich bin halt nochmal heilen, ne? So. Fitz, du Loot. Alles klar. Kann man nichts machen, ne? Was haben wir hier denn noch? Schaltpult. War das gut oder war das schlecht? Ich denke mal, es war gut. Weil alles, was ich hier verändere, ist wahrscheinlich sinnvoll. Okay. So, dann würde ich sagen, mache ich nochmal das hier. Wenn der jetzt wieder neu kommen würde, das wäre extrem fies. Hä, da ist ja noch eins. Schaltpult. Und Schaltpult. Der Reifen wird heruntergefahren. Ah. Ja, ich denke mal, das war richtig so. Zumindest kann ich mir vorstellen, wenn ich das nicht tue, dann kommen da immer wieder neue Roboter. Und das wäre jetzt nicht so pralle. Ja, ich hab den noch übersehen. Meh. Der Reifen wird heruntergefahren. Was wäre jetzt passiert, hätte ich mich da reingestellt, frage ich mich. Ja, so kann ich komischerweise wieder zoomen, ne? Wenn ich eine Waffe in der Hand habe. Systembereich offen. Yes! Das freut mich doch. Oh oh. Ah, ah. Aua, das war ich selbst. Ich habe mich selbst geblendet, scheinbar. Stirb, 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 stirb. So. Komplett zerbrutzelt hier. Die Wutz. Okay, ich bin guter Dinge, weil hier sieht es doch schon wirklich nach einer Schaltzentrale aus, oder? Elektrische Schalter? Hä? Hä? War das okay so? Warte mal, ich steck mal die Waffe kurz weg. Hüppala und hüppala. Oh, was ist denn das für ein rotes Zeug auf dem Boot? Guck mal, jetzt kann ich auch wieder zoomen. Ein bisschen unlogisch, dass man auf einmal zoomen kann, obwohl man eigentlich nichts verändert hat. Keine bionischen Augen oder sowas, aber man kann halt zoomen. Ich bin eben kurz erschrocken. Ich dachte, das war wieder so ein Wachroboter.
Okay, bevor ich den Schalter umlege, schaue ich mich mal ganz kurz um, ob hier noch was ist. Nee, komm, ich lege ihn um, bevor ich jetzt wieder zu weit gehe, dann ist das wieder alles so viel Umweg. Komm ich da nicht durch? Kannst du dich da nicht durchquetschen? So dick ist der jetzt ja auch nicht. Einfach mal seitlich gehen, so als Tipp. Achso, ich kann die Teile abstellen. Okay. Aber es gefällt mir bisher außerordentlich gut, muss ich sagen. Es ist was anderes. Es ist nicht so, wie man es halt kennt. Von den Fallout-Universen. Oder ist das nur ein Universum? Naja. Kann man auf die hier ganzen Städte ja abmünzen. Die sind ja immer ein bisschen anders von der Struktur. Aha. Da ist noch einer. Ich sehe ihn, aber... Ich bin ja mal gespannt. Also gerüchterweise, ich will es jetzt nicht irgendwie dementieren noch bestätigen, aber angeblich soll ja der vierte Teil in Boston spielen. Das ist ja ein Stückchen über New York. Generatoren-Kontrollrechner. Aha. Letzte wichtige Nachrichten. Generatorraum 2 kühl geflutet. Cooling Room, Türsicherung zerstört. Okay, wir lassen mal das Wasser ab. Nicht möglich, System überlastet. Öffnen? Auch nicht möglich wegen der Sicherung. Aha. Sicherung finden mit der... Aha. Oh, das rote Licht, ne? Das tut mir schon wieder so ein bisschen weh in den Augen. Okay, da ist der Cooling Room, aber... Schießen bringt nicht wirklich was. Hm. Ne, ich bin echt gespannt, weil das vierte Fallout, also nicht wie in New Vegas, nur so ein Ableger, soll ja wieder von Bethesda gemacht werden. Angeblich. Ich kann es halt wirklich nicht bestätigen, weil es gibt, glaube ich, nicht so wirklich offizielle News. Das ist mehr so Insider-Zeug. Und, ja, ich freue mich doch schon tierisch drauf. Ich hoffe, dass ich bis dahin... Ist das eine Leiter? Ne. Dass ich bis dahin zumindest den dritten Teil fertig haben werde. Also hier das Let's Play. Ich denke mal schon, wenn es noch nicht angekündigt ist, dauert das vorneweg noch über ein Jahr. Und ich denke mal, so lange läuft das Let's Play jetzt wahrscheinlich noch. Da werde ich natürlich Teil 4 auch Let's Playen, blind in dem Fall. Oh, ich freue mich schon, Leute. Ich freue mich schon sowas von tierisch. Da muss da irgendwo auch ein elektrischer Schalter sein, oder? Wenn das Ding sich hier dreht... Oh, dieses rote Licht, das ist voll widerlich. Furchtbar. Tut in den Augen weh. Also mir, ich weiß nicht, was ihr da für ein Empfinden habt, ob euch das angenehm ist oder so, aber ich finde es ziemlich eklig. Hallo? Da muss da irgendwo ein Schalter sein für dieses Teil. Ja gut, der hier, aber... Ist es der dann auch? Was ist das hier eigentlich? Very high radiation levels. Clean up in progress. The annual close limit reached. Only 5 seconds exposure. Okay. Was? The annual dose limit may be reached in only 5 seconds exposure. Also. Sehr hohe Strahlung hier drin. Und die Reinigung ist in Verarbeitung. Und die jährliche Verstrahlungsdosis, die man hier erhalten darf, liegt bei 5 Sekunden. Das heißt, wenn ich 5 Sekunden diesen Strahlungen ausgesetzt bin, sollte ich ein Jahr lang am besten nicht mit Strahlung in Berührung kommen. Ich kann das da doch wieder einstellen. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Warte mal. Ich versuche mal... Ich lasse die Dinger mal an. Und guck dann, ob ich vielleicht dann den Raum entlüften kann. Oder beziehungsweise das Wasser ablassen kann. Oh, das tut voll in den Augen weh, Leute. Giddy, 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 giddy. Oh, rotes Licht, ne? Ich weiß auch nicht. Ich bin dagegen voll anfällig. Das ist widerlich. Widerlich. So. Also ich denke mal, dass das richtig ist, weil ich das nicht abschalten kann. Also das Teil hier, muss ich wohl alle in Betrieb lassen und den Kühlraum erstmal irgendwie ausmachen oder so. Wasser ablassen, System überlastet. Ja, ja. Okidoki. Hier konnte ich ja auch nichts mehr machen. Kann ich ja vielleicht das Ding zerstrahlen? Na, nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. Eine nette Formulierung für nein. Warte mal, aber kann ich da vielleicht irgendwie rüberspringen oder so, dass ich da im Endeffekt dann da raufkomme? Geht das? Nee. Nee, das geht nicht. Das geht doch nicht. Ich will hier weiterkommen jetzt. Warte mal, da ist ein Knöpfchen. Knöpfchen! Oh, Sicherung. Ja, die hätte ich früher mal sehen können, ne? Die haben sie sehr gut versteckt hier. Im roten Licht, die fiesen Schweinchen. Kann ich da vielleicht irgendwo was einsetzen? Ja, es ist halt nicht so die typische Benutzeroberfläche von Fallout, denn... Ihr seht, wir haben kein Pip-Boy. Ah, ja. Ja, na klar. Gut, dann würde ich sagen, wir lassen das Wasser ab. Und öffnen.
Hä? System überlastet? Uah, nicht, dass da jetzt das ganze Wasser rauskommt. Aha. Aha, aha. Oh ja, der Cooling Room. Da liegt wieder was zum Lesen. Hinweis. Verdammt nochmal, der Raum ist schon seit über einem Monat verschlossen. Diese Suffköpfe haben nach Thronos Geburtstagsfeier den Zugangscode geändert. Die Sicherheitstür bekommen wir jedenfalls so nicht auf. Wir müssen Gewalt anwenden. Das wird krachen. Okay, wenn ihr Freude dran habt. Oh, da ist ja eine Bombe. Oh, da sind ja lauter Energiezellen. Guck mal. Lesen wir das mal. Okay, ja, ja, das hatten wir schon. Oh. Gehen Sie in Deckung. Ja, 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 ja. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Wow. Alter Schwede. Oh, jetzt fackelt hier alles. Not want. Da tritt Wasser aus. Nein. Ja, war das jetzt nicht so gut wahrscheinlich. Okay. Mach mal ein Safe. Man weiß nicht. Warum ist hier Blut? Bluten die Wände? Und wo kommt die Musik her? Wenn da jetzt Stroh liegen wird, würde ich mir ernsthaft Sorgen machen. So. Ah ja. Aktivieren Leiter. Steht in Gedanken bei mir auch immer, wenn ich eine Leiter hochsteigen will. Aktivieren Leiter. Oh, den Clownskopf kenne ich auch. Das ist doch hier von der Tranquility Lane, diese Maske, die ich da bekommen habe für den Westentaschenschlitzer. Ah, ich hab's mir gedacht. Ah, seht ihr mal, daher kommt die Musik. Hier. Geburtstagslied. Geburtstagslied für Thronos. Weil du heute Geburtstag hast, haben wir viel Spaß. Weil du heute Geburtstag hast, haben wir viel Spaß. Hey, hey, ha, hey, hey, hu, hey, hey, ho. Und weil du Thronos heißt, du, du, sagt die Kuh, mu. Ha, 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 hu, 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 ho, ho, ho. Weil du Geburtstag hast. Okay, und das Spiel hat sich aufgehangen. Ja, das ist die Rache dafür, Leute, wenn ich anfange zu singen. Seht ihr? Deswegen lasse ich das lieber in Zukunft. Oh, da ist noch ein Schalter. Ja. Ich drücke ihn mal. Ne. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war. Wow, ich hab's gewusst. Und schon bin ich hier unter Wasser. Nee, ich lade nochmal. Sorry, Leute. Hä? Was? Warum bin ich jetzt wieder unter Wasser? Das ist doch... Ist doch nicht gut. Das ist doch nicht gut hier. Ey, wollt ihr mich verkohlen? Guck mal, jetzt sterbe ich. Ja, schön, ne? Oh, wie bescheuert. Ja, komm, ich mach mal den Autoload. Ja, und ich bin halt schon wieder unter Wasser. Unfair. Unfair. Jetzt hör ich auch wieder Musik. Oh, nö, Leute. Das ist doch Bullshit. Na. No. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bug ist, aber ich vermute es ganz stark. Vor allem, ich kann auch noch nicht schwimmen. Seht mal. Gluck, gluck, gluck. Ey. Ich bin halt nicht unter Wasser, aber ich... Alles verhält sich hier unter Wasser, seht ihr? Och komm, das ist doch Mist. Ich muss einen vorherigen Spielstand laden, Leute. Am besten den hier. Und dann lade ich nochmal den Quick Save. Ja, guck mal, wie weit das so zurückliegt. Das ist doch bescheuert. Ich hoffe mal... Ja, okay. Ich hab's gerettet. Irgendwie habe ich's gerettet. Ey, wie... Na, es ist halt noch nicht so ganz bugbefreit. Ich habe das schon öfter gemerkt. Oh, Sauerstoff. Ach so, kann ich mir etwa... Ist das... Nee, das ist kein Sauerstoff. Das ist Nitrous Oxide. Das ist Stickstoffoxid. Nee. Ich weiß ja, dass Sauerstoff nicht rein ist. Also man kann reinen Sauerstoff theoretisch atmen, aber das macht Hai. Ich weiß gar nicht, der Tauchersauerstoff, ist der mit Stickstoff angereichert? Ich kann es nicht sagen, Leute. Ich kenne mich da echt nicht aus. Auf jeden Fall mache ich nochmal Quick Save. Ach man, wie doof jetzt, ey. Ich mach's mal so, wie es gedacht ist. Mhm. Ah ja. Ich hab's gewusst, jetzt geht das Ding nämlich auf. Schnell! Oh. Ist da unten noch was? Ja, so habe ich mir wahrscheinlich das ganze Event verbuggt.
weil ich raus bin, bevor der Raum geflutet wurde. Habe ich gut gemacht, ne? Ja, sowas kann ich halt. Schnell! Ich glaube, zu ertrinken ist kein schönes Gefühl. Gibt's hier noch was zu tun? Weil da sind Laserstrahlen. Dann zücke ich doch mal lieber die Waffe, was? Biohazard. Infectious Waste. Giftiger Abfall. Lass mich raten. Wett mal, das Ding geht jetzt auf. Ja. Ihr könnt mir nichts. Ich bin schneller als ihr. Haha. Ich muss mich nur minimal heilen sogar. Was? Rasend? Ja, ich bin auch... Ich bin Rage. Ich bin on a Rage und mache hier alle Roboter kalt. Ja, ihr müsst mir nicht sagen, weil ich jetzt alles wieder Tolles vollbracht habe. So Arme verkrüppelt und so. Roboter rasend gemacht. Da geht's ja gar nicht lang. Dann wohl hier. Kann ich da was lesen von? Nee. Sieht nicht so aus. Alles klar. Oh, da ist noch ein Buch. Das ist wieder dieses Atlas. Nein! Ich sah die leider so bescheuert. Da muss man wirklich mit... Ey, hallo? Mit Schwung hoch? Ja. Alles klar, ich verstehe schon. Ja, das System funktioniert also noch so halb. Was steht da? Cycling. Oh, guck mal das Bild. Das ist neu. Ich will noch vor den Computer lesen. Trono-System online. Systemversion 00. Zentralzugang gesperrt. Besuchen Sie für nähere Informationen unsere Bla. Hatten wir schon. Aber ist ganz nett. Ich finde das so einen netten Gimmick. Oh. Ein Plan? Ja, was sind die Pläne eigentlich gut? Und habe ich schon wieder eine Holomarke übersehen? Ich befürchte es stark. Wahrscheinlich sogar. Ich habe... Ja, ich achte da nicht so drauf. Ich habe schon lange keine mehr gefunden. Warte mal. Ich könnte mir vorstellen, wo eine ist. Sorry, Leute, das muss jetzt sein. Die Folge ist eh bald vorbei. Und so viel Zeit muss man sich halt mal nehmen jetzt. Ich könnte mir vorstellen, an dieser Zellen oder so liegt hier noch eine. Nee, in dem Falle jetzt mal nicht. Aber trotzdem. Der Versuch war es wert. Och, Mano. Ja, Entschuldigung, ich gehe noch ein Stück weiter zurück, denn ich glaube vielleicht unten in dem Bottich hier, wo ich schwimmen konnte, war noch was. Ja, ich möchte zumindest die, die ich kriegen kann, möchte ich mir holen. Also, nicht böse sein. Und außerdem soll es ja noch ruhig ein paar Folgen geben von dem... von der Mod hier. Nee. Okay. Okay, ja, ist ja gut. Ihr habt es vielleicht gesagt. In Gedanken. Bruger, du Depp, geh weiter. Pfeif auf die Holomarke. Aber ich will sie eigentlich schon gerne haben, obwohl ich sagte... Ja, ich sag immer mal so, ihr kennt mich ja, weil einerseits ist es mir egal, andererseits will ich aber auch gerne die Belohnung haben. Och, komm schon. Ja, diese Leitern sind so bescheuert, mal ganz ehrlich, guck mal. Ja, ich springe halt hoch oder kletter ein Stück hoch und dann rutsche ich wieder runter. Das ist sehr, sehr logisch. Sehr, sehr logisch. Gucken, wie das jetzt wieder klappt. Ey. Ja. Jetzt hat's mal wieder vom Schwung gereicht. Ist da oben einer? Nö. Ja, gut. Was haben wir denn hier? Ne, drücke ich mal nicht. Kaffeetassen. Was? Hä? Was ist los? Hard work awaits. Harte Arbeit wartet. Oh, der ist... Das war eben ein bisschen gruselig. Oh, die Helis gibt's noch. Okay. Was ist da los? Tritt überall was aus. Dampf. Ah, das ist die andere Seite, von der ich hochgekommen bin. Oh. Och nö. Ja, habe ich wohl genau im richtigen Moment zugeschaltet, ne? Oh, seht mal, da ist alles rot. Oh. Ich helfe euch gleich. Hört mal auf zu schießen. Oh, 14 von 20. Sehr, sehr gut. Ist da noch was? Was? Hard hats required in this area. Ja, Helmpflicht halt, ne? Hard hats sind Helme. Ey, Leute, ist ja gut. Hört auf zu schießen, bitte. Hört doch mal auf. Was? Festnahme? Ich glaube, ihr habt doch nicht mehr alle. Oh.
Nein. Nicht auf mich schießen. Aua. Weg mit dir. So, ich geb dir gleich Gesetz. Ich bin das Gesetz, weil ich die dickere Wumme hab. Ihr blöden Viecher. So, wie geht's denn jetzt hier weiter? Sag mal, ich... Ach, hier. Nee, da bin ich hierher gekommen. Hä? Ach, da ist eine Tür aufgegangen. Ah, comprende. Okay. Dann wollen wir doch mal wieder schwimmen gehen, ne? Weil die Kamera zerstören, was wohl nicht geht. Genau, die ist unzerstörbar. Habe ich es mir doch gedacht. Naja. Gut, Leute. Aber ich werde an diesem Punkt hier nochmal einen kleinen Cut machen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal mit Fallout 3.